Willkommen zurück zum Kurs Programmieren 2. Wir schauen uns in diesem Video genauer an, was Konstruktoren in Klassen sind. Wir haben ja in vorherigen Videos schon öfters angedeutet, dass es so etwas wie Konstruktoren gibt. Eben, wenn wir den New-Operator beispielsweise eingesetzt haben, haben wir ja gesagt, dass wir hier den Bezeichner der Klasse hinschreiben müssen und dann eben diese beiden Klammern, und wir haben eben damals schon angedeutet, dass das hier ein Konstruktoraufruf letztendlich ist. Und wir kommen gleich zum ersten Punkt, dass wir nämlich diese Klasse Person etwas vereinfachen, wie wir sie vorher hier genutzt haben. Und wir sagen einfach bloß noch, dass eine Person einen Namen hat, und wir bieten eben diesen Namen für die Klasse an über eine Eigenschaft. Okay. Ja, wie man hier sieht, wir machen schon einen Konstruktoraufruf mit NewPerson. Und das ist auch das Erste, was ich Ihnen jetzt hier beibringen möchte. Wenn wir keinen Konstruktor in einer Klasse definieren, so wie das jetzt hier bei der Klasse Person noch der Fall ist, dann erstellt der Compiler beim Erstellvorgang, beim Erzeugen des Codes, einen sogenannten Standardkonstruktor. Und diesen Standardkonstruktor, den führe ich jetzt einfach mal explizit hier auf. Und wir sehen, das Ganze schaut in etwa aus wie eine Funktion, hat aber ein paar besondere Eigenschaften. Also wir sehen hier einen Modifizierer, das kennen wir auch von anderen Methoden, dass da jeweils Modifizierer eingesetzt werden, ist jetzt erstmal nichts Neues. Dann kommt kein Rückgabetyp. Wenn wir hier eine Funktion erwarten würden, käme nach dem Modifizieren der Rückgabetyp. Wir sehen hier aber weder void noch irgendwas anderes in String, was auch immer man in dieser Funktion zurückgeben will, sondern einfach gar keine Angabe. Und das ist der erste große Unterschied. Konstruktoren haben keinen Rückgabetypen. Und hier kommt der Bezeichner des Konstruktors. Und das ist die nächste Besonderheit. Dieser Bezeichner muss gleich sein wie der Name der Klasse. Hier oben. Diese Bezeichner müssen gleich sein. Ja, und hier hinten ist dann wie bei anderen Funktionen auch die Parameterliste. Und der Standardkonstruktor ist eben der Konstruktor, der keine Parameter entgegennimmt. Und hier innerhalb dieses Funktionsscopes kann man eben beliebigen Code schreiben. Also hier gehen dann wieder beliebige Anweisungen. Was weiß ich, beispielsweise das hier. Und man kann das auch hier, wie gesagt, diesen Konstruktor beliebig lang machen mit beliebig vielen Anweisungen. Aber der Sinn des Konstruktors ist eigentlich, dass man damit Feldwerte initialisiert. Sei es einerseits, indem wir hier einfach Standardwerte vorgeben. Das heißt, der Name von Person soll standardmäßig Walter White sein. Was aber noch üblicher ist, ist eben, dass man hier nicht irgendwie einen hartcodierten Wert vorgibt, sondern dass man Parameter in Konstruktoren entgegennimmt, diese wie bei Eigenschaften prüft, oder Setter von Eigenschaften besser gesagt. Das muss ich mal prüfen. Und dann zuweist. Das ist das Übliche, wie man bei Konstruktoren umgeht. Und wir sehen jetzt hier schon,
dass das jetzt offensichtlich nicht mehr der Standardkonstruktor ist, weil er eben genau einen Parameter entgegennimmt. Und mit diesem Parameter wird sozusagen der Name dieses Feld hier initialisiert. Okay, dann schauen wir uns jetzt mal an, wie das den Aufruf oder die Initialisierung oder Instanzierung, besser gesagt, der Klasse beeinflusst. Wir haben hier eben weiterhin den New-Aufruf. Wir sehen hier hinten aber, hier ist jetzt offensichtlich ein Fehler angezeigt. Und wenn ich hier einmal hinzoome bei diesem Punkt, dann sieht man jetzt eben, dass der Konstruktor Person einen Parameter gerne hätte, aber wir rufen eben mit null Argumenten auf. Und was wir jetzt eben machen müssen, ist bei diesem Konstruktor tatsächlich diesen Parameter, den wir hier hinten angegeben haben, diesen hier, dass wir auch den letztendlich hier bei diesem Aufruf mit angeben. Wichtig ist auch zu beachten, ich habe vorhin erzählt, dass der Standardkonstruktor automatisch erzeugt wird, wenn noch kein Konstruktor in einer Klasse definiert ist. Sobald aber ein Konstruktor existiert, erzeugt der Compiler keinen Standardkonstruktor mehr. Das heißt, in diesem Fall hier haben wir keinen Standardkonstruktor für die Klasse und folglich muss jeder New-Aufruf auf die Klasse mit einem Parameter angegeben werden. Wenn wir den Standardkonstruktor zur Klasse wieder hinzufügen wollen, müssen wir das eben explizit tun, indem wir einen zweiten Konstruktor hier einführen, der eben keine Parameter entgegennimmt und somit wieder den Standardkonstruktor repräsentiert. Dann könnten wir jetzt beispielsweise unsere Person 2 mit NewPerson initialisieren und dann hier den Namen auf Jesse Pinkman beispielsweise setzen. Ja. Also das ist bloß ein wichtiger Fakt, den man eben sich verdeutlichen muss. Sobald ein Konstruktor enthalten ist in einer Klasse, müsste man, wenn man das wollte, eben den Standardkonstruktor explizit hinzufügen. So, das nächste, was wir haben uns ja auch schon über den Modifizierer static unterhalten. Und jetzt könnte man ja auch mal versuchen, warum versuche ich denn hier nicht diese Doppelsache anzuführen? Und wir sehen hier, auch da gibt es Probleme. Und diese Modifizierer von Konstruktoren sind eingeschränkter als bei normalen Funktionen. Man kann eben nicht eine statische Funktion oder einen statischen Konstruktor machen, der von außerhalb zugänglich ist. Das hat beim Konstruktor eine andere Bedeutung. Und das schauen wir uns nochmal in einem kleinen Beispiel an. Ich nehme jetzt hier nochmal den Standardkonstruktor weg und ich erstelle hier ein Feld. Das ist die Anzahl der Personeninstanzen. Vielleicht sollte ich auch noch den Typ angeben. So. Und zu dieser Anzahl der Personeninstanzen möchte ich eben auch noch eine Get-Methode machen. Und da schauen wir uns jetzt gleich mal an, wie wir das nicht per Hand schreiben müssen, sondern eben per Visual Studio generieren können. Und der Punkt ist eben, dass man hier ein Refactor-Part hat. Genau. Also hier, ich zoome mal hin. Hier gibt es eben im Kontextmenü einen Punkt, der heißt Refactor. Der sieht, wenn Sie den ReSharper nicht installiert haben, so wie ich, etwas anders aus. Und ich glaube, er kommt auch hier oben vor, am oberen. Ist oberer Eintrag in dieser Liste und hier kann man eben sagen, dass man dieses Feld kapseln möchte mit Encapsulate Field. Gibt es auch einen Shortcut dafür, Ctrl-R, Ctrl-E ist das bei mir, bei Ihnen wahrscheinlich etwas anders. Und
wenn wir jetzt wieder zurückgehen, sehen wir eben hier, dass ich in diesem Einstellungsdialog hier sagen möchte, dass ich eben das Ganze Read-Only haben möchte. Und dann klicke ich einfach auf Next. Bei Ihnen wird der Dialog etwas anders ausschauen, aber ich habe hier eben dann mir automatisch eine Eigenschaft generieren lassen, die Lesezugriff auf dieses Feld gibt. So. Wir haben schon gesehen, dieses Static als Doppelmodifizierer wie bei normalen Funktionen geht eben nicht. Was es aber gibt, ist den sogenannten statischen Konstruktor. Der statische Konstruktor hat genau wieder diese Form. Er hat ausschließlich den Modifizierer Static. Danach kommt wieder eben, weil Konstruktor der Bezeichner, der gleich sein muss mit der Klasse. Und ein statischer Konstruktor darf keine Parameter entgegennehmen. Wenn ich hier jetzt versuchen würde, irgendwie mir einen Parameter zu übergeben, dann sieht man sofort, dass der Compiler hier einen Fehler wirft. Genau, und innerhalb dieses statischen Konstruktors kann ich auf statische Mitglieder einer Klasse zugreifen und sie initialisieren. Hier setze ich beispielsweise 0, was jetzt nicht unbedingt notwendig ist, weil hier der Standardwert für int ja sowieso 0 ist, aber in diesem Fall oder innerhalb dieses statischen Konstruktors kann ich eben Anweisungen schreiben, die statische Mitglieder initialisieren. Gleich vorweg, wir haben ja schon gesagt, statische Mitglieder in Klassen oder gar komplette statische Klassen sollte man so weit wie möglich vermeiden, nur wenn es wirklich notwendig ist, einsetzen. Und deswegen werden Sie auch den statischen Konstruktor nur in sehr seltenen Fällen letztendlich schreiben. Ich möchte Ihnen aber trotzdem mitteilen, dass es ihn natürlich gibt. So, und was machen wir hier jetzt im normalen Konstruktor nebenbei noch? Wir können ja aus Instanz aufrufen, letztendlich natürlich auf diese statischen Variablen zugreifen. Die sind ja frei zugänglich. Und was wir hier eben machen, ist dieses Feld um 1 erhöhen. Jedes Mal, wenn der Konstruktor aufgerufen wird, damit wir eben wissen, wie viele Instanzen wir von Personen hier jetzt erstellt haben. Und dann sollte ich das Ganze vielleicht auch noch vor diesem if machen, wenn der eventuelle Return kommt. Also es ist jetzt ein sehr konstruiertes Beispiel, sowas würde man in echt nicht so machen. Es soll bloß eben nochmal statische Konstruktoren und Instanzkonstruktoren letztendlich verdeutlichen. So, und dann erstellen wir uns eben jetzt hier noch ein paar Objekte. Mit verschiedenen Namen. Und dann können wir ja mal von der Person-Klasse eben dieses statische Feld ausgeben. Das ist eben die Anzahl der Personen. Und jetzt wird es interessant. Ich füge spaßeshalber hier nochmal Konsolenausgaben ein. Wir sehen, welcher Konstruktor wann aufgerufen wird, weil das ist auch noch eine Besonderheit. Das ist eben der normale Konstruktor. So, jetzt würde man ja erwarten, dieser statische Konstruktor wird mit diesem Code nicht aufgerufen, weil wir rufen ja hier offensichtlich bloß den Konstruktor auf, der diesen Parameter entgegennimmt, und wir würden nicht erwarten, dass diese Funktion aufgerufen wird. Und dann schauen wir mal, was passiert, wenn wir durch dieses Programm durchdebuggen. Wir fangen hier an und wir gucken mal, wo wir jetzt landen.
wir kommen tatsächlich hier in diesem Konstruktor an und ich gebe jetzt eben normaler Konstruktor auf der Konsole aus und schaue jetzt mal hin, was hier alles steht. Und wir sehen, aha, offensichtlich ist der statische Konstruktor vor dem normalen Konstruktor aufgerufen worden. Also diese Zeile wurde ja vorher ausgegeben. Okay, dann laufen wir durch diesen Konstruktor mal durch und springen jetzt nochmal rein. Wir könnten ja jetzt erwarten, wenn ich das hier jetzt ausgegeben habe, dieser normale Konstruktor, ist der statische Konstruktor schon wieder aufgerufen worden. In diesem Fall eben nein. Der statische Konstruktor wird genau dann aufgerufen, wenn wir die Klasse zum ersten Mal nutzen. Sei es, um auf Instanzen oder hier neue Instanzen einer Klasse zu bilden oder wenn wir eben die, ich kopiere einfach mal diese beiden Codezeilen hier und mache sie davor, wenn wir auf statische Member einer Klasse zugreifen. Wir können hier auch nochmal spaßeshalber einen Breakpoint setzen. Wenn wir dann unser Programm ausführen, landen wir eben hier. Jetzt passiert noch nichts. Jetzt möchte ich aber innerhalb dieser Funktion auf Anzahl der Instanzen zugreifen. Wir sehen, wir kommen hier unten ran. Okay, er hat jetzt sogar nicht in diesem statischen Konstruktor gehalten. Schade. Aber wir sehen eben hier auf der Ausgabe, dass bevor wir auf diese 0 zugreifen können, die ja, auf die das Feld noch gesetzt ist, eben der statische Konstruktor aufgerufen wird. Das zeigt eben nochmal, der wird genau dann aufgerufen, wenn die Klasse zum ersten Mal benutzt wird. Dann kommt eben der Rest und dann geben wir das Ganze nochmal aus. Und damit ist es fertig. Okay. Ja, so viel eben zum statischen Konstruktor. Und den letzten Punkt, den ich hier jetzt noch kurz ansprechen will. Wir haben im Lottozahlengenerator hier eine sogenannte Inline-Initialisierung gemacht. Und mit dieser Inline-Initialisierung habe ich damals schon angedeutet, dass das letztendlich im Konstruktor landet. Wir schauen uns jetzt einfach mal den Standardkonstruktor dieser Klasse an. Wir schreiben ihn hin und wir machen eine Überladung, die eben eine Instanz von random entgegennimmt. Und diese weisen wir eben hier zu. Und dann schauen wir mal, wann dieses hier aufgerufen wird, wenn wir uns diesen Zufallsgenerator instanzieren. Dazu kommentiere ich jetzt diesen Code hier erstmal aus, den wir vorher genutzt hatten. Und wir erstellen uns jetzt eben einen Lottozahlengenerator. Oder am besten gesagt zwei. Einmal mit dem normalen Konstruktor und einmal mit der Überladung, indem ich eben hier einen Parameter mit angebe. Und wir schauen jetzt mal, ob dieser Code hier ausgeführt wird. Also wenn wir den normalen Konstruktor aufrufen, landen wir offensichtlich hier oben bei diesem Statement. Können auch dann weitermachen und kommen hier eben in den normalen Konstruktor rein. Und wenn wir jetzt den anderen Konstruktor aufrufen, auch dann landen wir oben in diesem Statement, wie man hier sieht. Hier wird erstmal random new initialisiert. Dann kriegen wir eben den von uns mitgegebenen Parameter. Die beiden sind nicht gleich.
sind jeweils zwei unterschiedliche Instanzen dieser Klasse. Und wir sehen hier eben, dass wir die bereits existierende Instanz nochmal mit dem Parameter überschreiben. Genau. Also die Quintessenz ist, diese Inline-Initialisierungen, die werden vom Compiler dann automatisch in alle Konstruktoren, die eine Klasse enthält, kopiert oder mit eingefügt. Und ja, das ist einfach bloß der Fakt, den man sich dabei merken muss. So, einen allerletzten Punkt noch kurz. Der passt auch zu dieser Klasse Lottozahlengenerator ganz gut. Wenn man Felder hat, die man ausschließlich im Konstruktor mit einem Wert belegen möchte, wie beispielsweise hier, wir möchten, wenn dieser Lottozahlengenerator erstellt wird, dann möchten wir eben hier nur einmal im Konstruktor diesen Wert setzen und der soll sich zur Lebenszeit des Objekts nie ändern, weil wir ihn einfach immer brauchen und wir bieten auch gar keinen schreibenden Zugriff letztendlich auf dieses Feld an. Dann gibt es den sogenannten Modifizierer Read-Only. Den kann man eben hier bei Feldern setzen und dieser Read-Only-Modifizierer sagt aus, dass wir dieses Feld nur innerhalb von Konstruktoren setzen können, also innerhalb dieser Inline-Anweisungen zum Beispiel oder innerhalb von Konstruktoren, wie hier zu sehen. Ich nehme mal hier diese Inline-Anweisung weg und auch den Standard-Konstruktor und baue mir spaßeshalber mal eine Eigenschaft, die eben bloß einen Setter hat für den Zufallsgenerator. Also eine ausschließliche Setter-Methode. Ich versuche eben jetzt mal diesen Wert zu setzen und wir sehen eben hier, nachdem das Objekt initialisiert ist, kann man das nicht mehr setzen. Wie man hier sieht. Wenn ich nochmal hinzoome, sieht man auch den Tooltip, der hier aufploppt. So. Dieses Read-Only-Field kann eben nicht als Zuweisungsziel genutzt werden. Ich persönlich benutze Read-Only sehr oft, einfach weil es dem Leser meiner Klassen auch nochmal eine Unterstützung bietet. Er sieht, dieses Ding kann nur im Konstruktor gesetzt werden. Ansonsten ist es keine Möglichkeit da, dass sich der Wert nach der Initialisierung des Objekts ändert. Read-Only kann man natürlich auch auf statische Variablen anwenden, wenn man das möchte. Das sind dann eben letztendlich globale Variablen, die ihren Wert nie ändern können. Außer im statischen Konstruktor. Also fast sowas wie Konstanten. Was Konstanten sind, schauen wir uns aber in einem der folgenden Videos nochmal genauer an. Ja, das sind die Grundlagen zu Konstruktoren. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Nochmal kurz zusammengefasst. Es gibt einen Standardkonstruktor, wenn wir keine Konstruktoren in Klassen angeben. Sobald wir Konstruktoren angeben, erstellt der Compiler keine Standardkonstruktor mehr. Wir müssten ihn explizit aufführen, wenn wir das haben möchten. Dann haben wir eben den Unterschied gesehen zwischen statischen Konstruktoren und Public-Konstruktoren. Wir haben uns explizit angesehen, wie diese funktionieren. Im Statischen kann man natürlich nur auf statische Member der Klasse implizit zugreifen, auf Instanz-Member natürlich nicht. Und ja, das ist eigentlich so das Wichtigste, was man mitnehmen soll. Wir haben uns Read-Only angeschaut, gerade am Ende noch. Und ich sage nochmals vielen Dank und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann.